Hi, hoi, Lieben! So, gerade ist gut gesagt, vor 10 Minuten ist er hier aus seinem Kokon geschlüpft. Deswegen sind die Flügel noch recht schwabbelig. Wer nicht weiß, Schmetterlingsflügel sind zu Beginn weich und weich und empfindlich. Ein Schmetterling muss kopfüber zumindest so hängen, weil, was die meisten Leute nicht wissen, Insektenflügel werden ja aufgepumpt von ihrer Hämolymphe. Das Blut von Insekten, Krebstieren, Spinnen etc. nennt man Hämolymphe, weil das eigentlich nichts wirklich mit Blut zu tun hat. Und auch wenn oft in Dokumentationen gesagt wird, dann pumpt der Schmetterling oder die Libelle oder so weiter die Flüssigkeit in die Flügel. Nein, tun sie nicht. Schmetterlinge, Gottesanbeterinnen, Libellen, alles werden so sitzen. Die Schwerkraft zieht jetzt diese Flüssigkeit automatisch nach unten. Was macht, dass die Flügel aufgehen, sich entfalten, sich ausziehen? Was nämlich die meisten Leute nicht wissen, wenn ein Schmetterling, der frisch schlüpft, oder eine Gottesanbeterin oder irgendwas ähnliches, ganz normal sitzt, also nicht kopfüber oder leicht schräg, sondern ganz normal, dann liegen die Flügel links und rechts und dann krüppeln die Flügel zusammen, weil die sich nie richtig entfalten. Und du musst jetzt nicht hier keine Ahnung was machen. Die anderen Kokons machen irgendwie gar keine Anscheinung. Lustigerweise habe ich gedacht, dieser Kokon, der sich braun gefärbt hat, der hat sich verpuppt, war dann grün und am zweiten Tag ist er braun geworden. Der ist aber lebendig, also er ist nicht vergammelt oder irgendwas, der ist einfach nur braun. Schlüpft als erstes und die Grünen bleiben so? Anscheinend nicht. Was seltsam ist. Ich finde es also seltsam, dass er jetzt geschlüpft ist. Kleines Fun Fact: Schwalbenschwänze sind nicht winterhart. Was ich damit sagen will ist, der hier überlebt nicht den Winter. Er hätte jetzt aber mindestens 6 Monate zu leben. Andererseits, das klingt jetzt seltsam, andererseits sind diese Kokons von Natur aus einfach hier im Zimmer. Dort ist es gleich warm und gleich kalt und gleich wie draußen. Das heißt, hätten die sich ganz normal draußen verpuppt, wäre er wahrscheinlich trotzdem geschlüpft. Die Frage ist nur, wieso ist er geschlüpft? Er kann sich jetzt draußen in dem Sinne nicht paaren. Oder er kann sich paaren. Wenn er jetzt Eier legt, schaffen es die Raupen grundsätzlich durch das, dass es jetzt schon kühler ist, gerade nachts oft schon recht kalt ist und tagsüber auch nicht mehr so warm wird, normalerweise nicht bis zum Winter sich zu verpuppen. Und die Raupen sterben im Winter ebenso. Schwalbenschwänze überstehen den Winter als Kokons, also als Puppen. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass er jetzt geschlüpft ist. Und wenn ich ihn jetzt in die Natur entlasse, dass er dann eine Zeit lang hier rumfliegt und dann Richtung Italien runterfliegt. Italien, Kroatien, Türkei oder gleich einmal quer übers Meer und nach aus Afrika. Man darf nicht vergessen, Schwalbenschwänze wandern ziemlich gerne und es ist nicht selten, dass Schwalbenschwänze, die bei uns schlüpfen, nach unten wandern. Ja, da funktioniert noch was nicht ganz. Auch kleiner Funfact, den viele nicht wissen, der Schmetterlingsrüssel besteht eigentlich aus 2 Teilen. Die sich erst wie ein Reißverschluss zusammen
zurückfügen müssen. Warum besteht ein Schmetterlingsrüssel aus zwei Teilen, also aus einem linken und rechten? Simpel, der Schmetterlingsrüssel, das was wir halt hier als Rüssel kennen, ist eigentlich nichts anderes als die Mandibeln von einer Ameise oder die Zangen eines Hirschkäfers. Ist genau dasselbe, nur dass das hier halt zwei lange, dünne Röhrchen sind, die sich dann am Ende zu einem Rüssel zusammenfügen. Dann ist das ein schönes Weibchen. Ich finde es auch so cool, wenn Leute sagen, du darfst Schmetterlinge nicht anfassen. Du kannst Schmetterlinge ganz normal anfassen, an den Flügeln. Das Lustigste ist sogar an einem wilden Schmetterling, wenn du den fangst. Ich mache es jetzt nicht, weil die Flügel sind dafür zu empfindlich. Und du packst dem einfach so, also hältst die beiden Flügel zusammen, am besten so weit hinten wie es geht, und hältst den dann einfach so, passiert dem Schmetterling dabei gar nichts. Selbst wenn du einem Schmetterling über die Flügel streifst und dieser Flügelstaub abfällt, passiert einem Schmetterling gar nichts. Schmetterlinge, ich habe Schmetterlinge gesehen, die haben komplett zerfetzte Flügel. Ich habe Schmetterlinge gesehen, die haben gar keinen Flügelstaub mehr auf den Flügeln gehabt, also die waren komplett blass. Die können ebenso gut und schön und gleichmäßig fliegen wie ein komplett bunter und hübscher Schmetterling. Das Einzige, warum man normalerweise sagt zu Kindern, man darf Schmetterlinge nicht angreifen oder fangen oder auf die Flügel greifen, weil es ist das Ding, weil einfach Kinder von Natur aus nicht so vorsichtig sind oder oft nicht die Ahnung haben und damit dann Kinder nicht versuchen, jeden Schmetterling, den sie sehen, zu fangen. Und anzugrapschen, sagt man einfach, fass sie nicht an, weil wenn die den Staub verlieren, sterben die. Auch wenn es einigermaßen real ist, jetzt nett gesagt, dass ein Schmetterling, der seine Flügel, seinen Staub verliert, stirbt, aus dem Grund, dass die meisten Schmetterlinge haben Augenflecken und sowas auf die Flügel, um sich gegen Vögel zu wehren. Wenn der Schmetterling blass ist und diese Flecken nicht mehr hat, ist es wahrscheinlicher, dass ein Vogel frisst, weil der Vogel sich nicht mehr vom Schmetterling erschreckt. Kleine Fun Fact: Diese Flügelflecken, Streifen, Muster wirken nur auf Vögel und gegebenenfalls auf Reptilien. Diese Augenflecken haben keine Wirkung auf Säugetiere und haben keine Wirkung auf in andere Insekten, wie eine Gottesanbeterin und sowas. Die interessieren sich für diese Sachen nicht. Warum das so ist, wieso das so gegeben ist, ist ganz simpel. Vögel und Reptilien gehen auf Sicht, wie die Beute aussieht, wie sie sich bewegt. Die meisten Säugetiere sind farbenblind und haben meistens sowieso ein recht minderwertiges Sehvermögen. Ich meine, wir Menschen, Delfine, keine Ahnung, sind jetzt schon die Viecher mit die Säugetiere, die eher noch am besten sehen, von Farben und Tiefe und Distanz und sowas. Aber kein Säugetier kommt von dem Sehvermögen so gut hin wie ein Vogel, Fische oder Reptilien. Und ich habe jetzt Fische vorhin extra nicht mitgezählt, weil wenn ein Fisch einen Schmetterling erwischt, dann ist der Schmetterling meistens eh schon auf dem Wasser und am Ersaufen oder fliegt so knapp übers Wasser, dass der Fisch den Schmetterling sowieso nur das Geflattere sieht und nicht die Flügel vom Schmetterling. Aber wie ich einmal gemeint habe, es gibt bei uns ja eine Menge solcher Schmetterlinge, die bei uns zwar heimisch sind, die aber meistens irgendwo in andere Länder fliegen, zum Beispiel der Distelfalter, der Schwalbenschwanz, der Admiral, Totenkopfschwärmer, Windenschwärmer, Weidenschwärmer, es ist schwer zu erklären. Leute verstehen das mit Wanderungen nicht. Und es müsste man wirklich ein eigenes Video darüber machen, und ich versuche es jetzt halt ein bisschen so anzuerklären. Es gibt bei uns einen Winter und es gibt bei uns einen Sommer.
Und wenn es bei uns Sommer ist und warm ist und heiß ist und schön ist, wandern schon mal Tiere von südlicheren Gegenden nach Norden, weil plötzlich hat es im Norden die gleichen Temperaturen und die gleichen Lebensbedingungen wie im Süden. Plötzlich hast du Schmetterlinge dort, die eigentlich dort nicht sein sollten. Oder Vögel, Reptilien, Ameisen, Gottesanbeterinnen etc. Und die leben bei uns. Weil, ja, passt ja alles. Und dann vermehren sie sich gegebenenfalls noch bei uns und alles ist gut und toll und schön. Spätestens wenn es dann Herbst wird und Winter, sieht es dann für diese Tiere nicht mehr so rosig aus. Manche schaffen es dann nochmal zurück nach Süden und überleben. Für manche ist es einfach schlicht und ergreifend zu spät und die sterben dann im Winter. Und dann stirbt dieser Bestand im Norden wieder aus. Und dann wird der Bestand am nächstes Jahr durch die neuen hochwandernden Tiere wieder neu gestärkt. Und dann sterben die wieder. Und jetzt, wenn die Winter immer weniger werden und immer schwächer werden, ist es auch immer wahrscheinlicher, dass solche Tiere überleben. Ich meine, Schwalbenschwänze, diese kleinen Racker hier, können bis ganz rauf Norden nach Russland fliegen. Den Sommer über. Nur nicht mal die Puppen, die eigentlich winterfest sind, also den Winter überleben, überleben dort oben den Norden. Dort ist es im Winter so kalt, dass sogar die Puppen da bald draufgehen. Also stirbt der gesamte Schwalbenschwanzbestand, der sich über den Sommer dort oben gebildet hat, innerhalb eines Winters aus. So, pff, alle tot. Das hindert aber die nächsten Schwalbenschwänze im darauffolgenden Jahr nicht daran, wieder nach Norden zu ziehen. Und genauso funktioniert die Tier- und Pflanzenwelt und sowas. Tiere wandern einfach kreuz und quer. Wenn die Gegebenheiten schlecht sind, sterben sie dort. Wenn die Gegebenheiten gut sind, bildet sich mit etwas Glück ein neuer Bestand. Und so breiten sich dann Tiere immer weiter in Gegenden auf, wo sie nicht sein sollten. Zur Fun Fact für all die Ameisenhalter, Solanopsis fugax war vor etlichen Jahren in Deutschland recht selten. Solanopsis fugax gibt es jetzt in Deutschland recht häufig. Einfach deshalb, weil die Winter nicht mehr so schlimm sind. Das gleiche ist für Camponodus vagus. Camponodus vagus ist eigentlich eine südländische Ameisenart und trotzdem kommt sie immer weiter nach Norden, weil einfach die Winter immer schwächer werden. Das Problem ist halt, dass der Mensch dann versucht zu verhindern sowas, weil er dann meint, diese Tiere sind invasiv. Mensch, versuch mal nicht zum Verwechseln zwischen invasiv, Menschen, die alles zerstören, wo sie ihre Griffel dabei haben, und Tiere, die einfach nur von A nach B wandern und sich dann eben das nutzen, wenn irgendwo ein guter Lebensraum ist. Es ist aber so witzig, dass es eigentlich logischerweise bei uns nur zwei Schwalbenschwanzarten gibt. Den Schwalbenschwanz und den Segelfalter. Schwalbenschwanz und Segelfalter sind miteinander verwandt, weil eigentlich heißen er hier Northern Swallowtail, nördlicher Schwalbenschwanz oder europäischer Schwalbenschwanz, und der Segelfalter heißt, glaube ich, umgangssprachlich blasser Schwalbenschwanz. Warum er dann bei uns nicht einfach blasser Schwalbenschwanz heißt, sondern Segelfalter, sei jetzt mal dahintergestellt. Und ich weiß, warum ein Segelfalter heißt, weil es in Flugaktionen an Segeln erinnert, weil er oft zwei, dreimal mit den Flügeln schlägt und dann gleitet er ewig lang dahin. Trotzdem, wisst ihr, was ich meine? Die meisten Leute verwechseln Segelfalter mit Schwalbenschwänzen sowieso. Das einzige Unterschied ist, Schwalbenschwänze sind gelb mit schwarzen Streifen und Segelfalter sind cremefarben mit so blassen Streifen. Ich habe nie kapiert, wie man, vielleicht wenn er schnell vorbeifliegt. Ja, aber wenn der Falter irgendwo ruhig sitzt und auf einer Blüte trinkt, einen Schwalbenschwanz mit einem Segelfalter zum Verwechseln, das ist dann schon wieder... Gut, ich kenne auch Leute, die verwechseln einen Dagpfauenaugen mit einem Admiral. Dagpfauenauge sieht nicht einmal ansatzweise ähnlich aus wie ein Admiral. Ich glaube, einen Dagpfauenaugen kannst du sowieso bei uns in unseren Breiten mit keinem Schmetterling verwechseln,
Weil es gibt nur diesen Schmetterling, den Tagpfannenaugen, der so aussieht. Ich meine, Schwalbenschwänze sind jetzt bei uns, jetzt werden es wieder mehr, aber eigentlich sind Schwalbenschwänze jetzt für unsere Breiten auch schon selten. Schwalbenschwänze haben eben das Problem damit, dass alles viel zu oft gemäht wird und dann die Pflanzen, auf denen der Schwalbenschwanz eigentlich seine Eier ablegt, wie wilde Pastinaken, Bärenklau, wilde Möhre, verloren geht. Und dann die Schwalbenschwänze in der Wiese keine Nahrung finden, also keine Futterpflanzen zum Eier ablegen. Und dann kommen die Schwalbenschwänze in den Garten und legen eben ihre Eier auf Karotten, Dill, Petersilie, Maggikraut und so weiter. Und das ist dann für die Gärtner nicht so erfreut, besonders da Schwalbenschwanzraupen doch recht groß werden und dementsprechend manchmal diese Pflanzen komplett kahl fressen, dann werden diese Raupen bekämpft. Die meisten wissen nicht einmal, ohne Scheiß, die meisten Leute wissen nicht einmal, was aus dieser Raupe wird, also was für ein Schmetterling draus wird. Egal, das muss weg, weil es ist schlecht, weil es frisst meine Pflanzen. Keiner fragt sich aber jemals, warum frisst die Raupe eigentlich an deine Pflanzen? Warum legt der Schmetterling nicht eigentlich seine Eier irgendwo hin, wo es besser wäre? Ich meine, die meisten Totenkopfschwärmer legen ihre Eier auf Kartoffeln ab. Und jetzt in einigen Jahren auch schon zeitweise auf Tomatenpflanzen. Ist ja klar. Totenkopfschwärmerraupen fressen Nachtschattengewächse und Tomaten, Kartoffeln, Auberginen oder Melanzani, Eierpflanze sind Nachtschattengewächse, also macht das gut Sinn. Andererseits sollte es eigentlich in dem Wald und am Waldrand genug wilde Nachtschattengewächse geben, an dem der Falter seine Eier ablegen könnte? Dann geht man aber am Waldrand und dort ist nichts. Und warum? Weil der Waldrand 100-mal abgemäht wird. Und dass dann der Falter seine Eier auf Pflanzen legt, wo er sie eigentlich nicht legen sollte, und dann in Konfrontation mit den Bauern kommt und sowas, weil die Raupen halt auch gigantisch werden. Ich meine, eine Totenkopfschwärmerraupe wird 12 cm lang und dicker als mein Daumen. Das ist eine große Raupe, die frisst auch dementsprechend viel. Ich weiß sowieso nicht, warum der Mensch diese Angewohnheit hat, ich muss alles 100-mal abmähen. Als wenn es irgendwem stören würde, wenn am Straßenrand die Wiese höher ist. Am Straßenrand würde ich die Wiese von mir aus das ganze Jahr wachsen lassen und dann im Herbst mähe ich es einmal ab. Oder mähe es zweimal ab. Einmal vor dem Sommer, dass dann alles blüht und dann im Herbst mähe ich es nochmal ab. Was stört die Leute, wenn am Straßenrand Wiese höher ist? Und diese Ausrede, die viele Leute haben, ja in hoher Wiese und sowas, das sind dann dieses Ungeziefer wie Schnecken und sowas. Nein, genau in der gemähten Wiese sind das ganze Ungeziefer, weil die Tiere, die eigentlich Schnecken fressen würden, wie Schneckenräuber, ja es gibt so einen Laufkäfer, der frisst fast nur Schnecken und auch einen Aaskäfer, der frisst fast Schnecken, ich glaube großer Schneckenräuber oder so wie der nennt, Blindschleichen, Erdkröten, Molche und sowas. Die wollen nicht in 2 mm abgemähter Wiese existieren, weil dann eben Krähen, Elstern, Stare und andere Tiere die leichter fressen können. Und in der hohen Wiese hätten die mehr Chancen und würden dann auch eher die Schnecken dezimieren. Und so machst du eigentlich nichts anderes, als dass du mehr und mehr und mehr Schnecken und die Tiere hast, die du eigentlich nicht haben willst, und immer weniger von denen, die du eigentlich haben willst. Ich meine, wenn ich jetzt den Schmetterling hier freilassen lasse, kannst du wirklich sagen, der Schmetterling fliegt in eine ungewisse Zukunft. Oh, naja. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Bye, bye.